Wir spazieren weiter an schönen Hecken, Kastanien und begrünten Mauern vorüber, zur Sutte, und biegen in der Senke nach rechts in den Teufelsgraben ein. Er führt uns zur dritten Station, der sogenannten Ruderalflur. Ruderal kommt vom lateinischen Rudus, was so viel wie Schutt, Bauabfall oder Ruine bedeutet. Es sind vom Menschen einstmals genutzte Flächen, die aufgegeben wurden. Sie werden schnell von Gräsern, Stauden und Kräutern besiedelt. Greift der Mensch nicht ein, so entwickeln sich Sträucher. Dann mehrjährige Stauden. Nach 5 bis 10 Jahren stellen sich die ersten Gehölze ein, zum Beispiel Holunder. Und wenn man noch länger wartet, kommt der Vorwald und schließlich der Wald. Vor allem Korbblütler wie dieser Wiesenpipau finden sich häufig in Ruderalfluren ein. Der Blütenreichtum lockt zahlreiche Schmetterlinge an. Der Distelfalter saugt mit seinem langen, ausrollbaren Rüssel an einer Flockenblume. Eine Wespen- oder Zebraspinne spinnt ein Insekt ein. Anschließend bereitet sie es mundgerecht und saugt es aus. Von der Station 3 hat man einen schönen Blick zum höchsten Punkt der Stadt, zur Altenburg. Sie liegt 386 Meter hoch, während wir uns derzeit 260 Meter über dem Meeresspiegel befinden.